Hallo liebe Freunde von nach oben Media. Heute begrüße ich euch mal aus den Weinbergen. Und zwar, wenn man sich hier mal so ein bisschen umschaut, das ist das Maintal in Unterfranken, Landkreis Haßberge. Und das ist sozusagen auch meine Heimat. Also nicht nur sozusagen, es ist meine Heimat. Denn ich wohne so 5 Autominuten in diese Richtung und habe die ganze Gegend jetzt eigentlich, also besonders diese Weinberge hier erst kennengelernt durch Corona, muss man sagen. Weil im letzten Jahr habe ich halt viel hier in der Gegend machen müssen, auch wenn ich mit Freunden beim Wandern war zum Beispiel. Und das waren halt einfach Ortschaften. Ich fahre hier jeden Tag dran vorbei, wenn ich auf die Arbeit fahre. Da unten diese Straße, wenn man die erkennen kann, wo gerade der LKW fährt da unten. Das ist mein täglicher Weg zur Arbeit. Ich habe schon immer hier hochgeschaut in die Weinberge, aber mir nie gedacht, naja, da gehst du mal ein bisschen spazieren oder so. Und ja, letztes Jahr im Sommer oder Spätsommer habe ich damit angefangen. Und dieses Jahr das Ganze noch ein bisschen intensiviert. Das Wetter ist natürlich jetzt nicht ganz so toll. Wir haben jetzt heute den 16. April. Aber ich wollte halt auch mal zeigen, was ich für eine Neuanschaffung habe. Und zwar ist das das Ding, was jetzt gerade filmt. Das ist die Insta360 One X2. Und das Ding ist richtig, richtig geil. Also ich habe schon ein paar Sachen mit ausprobiert. Gestern war ich mit Kevin unterwegs im Weinberg. Wir haben ein bisschen Fotoshooting gemacht. Natürlich mit Abstand und so weiter. Aber ja, mega geil. Also ich zeige euch jetzt mal, was das Ding alles kann. Ich laufe jetzt mal in diese Richtung und wie ihr seht, die Kamera verfolgt mich. Also die Kamera schwenkt mit mir mit, was ich gerade so mache oder wo ich hinlaufe. Und das Ganze funktioniert so, die filmt durchgehend in 360 Grad und ich kann dann zu Hause am Rechner sagen, okay, track mich und es trackt mich dann durchgehend. Also ich kann den Kameraschwenk, die Kamerafahrt quasi im Nachhinein am Rechner erst in Auftrag geben sozusagen, als hätte ich hier einen Kameramann dabei. Und ich wollte das Ding hauptsächlich für den Urlaub haben. Auch für den Urlaub, natürlich aber auch zum Wandern, was ja auch wieder Urlaub ist. Ich rede so ein dummes Zeug. Also für den Urlaub zum Beispiel. Wenn ich mit meiner Frau im Urlaub bin, stelle ich das, die Kamera dann quasi hin und man filmt mich, wie ich mit meiner Frau ins Meer laufe oder so. Und das sieht dann nachher im Urlaubsfilm aus, als wäre da noch ein Kameramann dabei gewesen, der uns begleitet. Und ja, zudem ist er auch 10 Meter wasserdicht und man kann diverse Action-Shots mitmachen. Also es funktioniert auch als Action-Cam sozusagen. Unglaublich gut und vor allem für den Preis. Also ich habe jetzt so 490 rum bezahlt, ist jetzt für das, was die Kamera kann, finde ich wirklich relativ günstig. Hier oben stehe ich jetzt oberhalb des Abdegensteiges und hier unten kann man zum Beispiel auch diesen einen See erkennen, diesen Baggersee. Das ist eine sehr beliebte Fotostelle von mir in letzter Zeit gewesen. Da habe ich zum Beispiel am anderen Ufer da hinten diese Sonnenuntergangsfotos gemacht oder auch über den See drüber mit dem Spitzberg. Das ist da hinten, das wird man vielleicht gar nicht so gut erkennen. Da, wo Maria Limbach ist, das ist die, diese weiße große Kirche, die Wallfahrtskirche. Da rechts daneben die Erhebung, das ist quasi der Spitzberg. Das habe ich da ein bisschen mit fotografiert, gehört zu meinen absoluten Lieblingsspots, weil gerade als es so, ja, so im Herbst war und alles schon so noch ein bisschen warm, aber schon so ein bisschen, ich sag mal, verdorrt, da hat das Ganze so ein bisschen einen afrikanischen Touch gehabt. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, und hier im Weinberggebiet wandere ich auch sehr gern durch die Gegend. Da hinten in den ganzen Gebieten, da waren zum Beispiel, war ich zuletzt unterwegs, da habe ich diese Fotos gemacht, die so ein bisschen Everglade-mäßig aussehen, wie Kevin immer sagt. Also ist eine ziemliche Sumpflandschaft, Moorgebiet sozusagen. Es ist wirklich eine tolle Gegend, muss man tatsächlich sagen. Also hier gefällt es mir wirklich sehr, sehr, sehr gut und sie ist auch sehr fotogen. Also man kann sich hier schon gut und gerne austoben. Heute bin ich nochmal unterwegs, weil ich einfach so ein bisschen zeigen wollte, was ich für... Also wie ich an Fotos rangehe oder an welchen Positionen ich fotografiere und so weiter. Also ich laufe im Endeffekt einfach nur auf Deutsch mit der Kamera rum, habe 3 verschiedene Objektive, momentan nur 2 dabei. Und zwar ist es einmal hier das 17-28. Das ist so das Standardobjektiv, was ich drauf habe, wenn ich sage, okay, es geht heute so ein bisschen mehr in Landschaftsfotografie. Ich habe aber auch noch ein 70-300 dabei. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, jetzt hier unten diese Seenlandschaft ein bisschen ranzuzoomen und das ein bisschen auch ein bisschen ranzuholen, ein bisschen näher zu fotografieren. Und dann habe ich noch ein 28-75, das ist sozusagen aber meine Porträtlinse. Also die habe ich eigentlich dann hauptsächlich drauf, wenn ich Menschen fotografiere. Ja, und jetzt habe ich wieder das 17-28 drauf und laufe hier ein bisschen durch die Weinberge, creepe ein bisschen hier rum und guck mal, was ich für tolle Fotos machen kann. Hier jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, was das für ein Baum ist, ich finde ihn auf jeden Fall richtig toll.
und die stehen hier überall so vereinzelt rum, da vorne so ein paar größere noch und ich finde den Blick ins Tal hier auch wirklich sehr toll. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier ein schönes Foto hinbekomme. Ich gehe mal ein bisschen näher. Kann ja sehr weit winkeln mit dem 17 mm. Gucken wir mal, was da rauskommt. Sowas finde ich in der Regel ganz, ganz, ganz toll. So, hier sind wir jetzt zum Beispiel an der Stelle, an der ich zum einen das Foto alleine gemacht habe, also ohne Motiv drauf, großartig, also ohne menschliches Motiv, so rum gesagt. Und zwar müsste das hier so gewesen sein. Also ungefähr aus der Perspektive hier, so nach oben. Und diese Bäume hier, diese Bäumchen, diese Rebstöcke hier, die sind gar nicht so hoch, wie man sieht. Aber auf dem Foto sieht das Ganze durch den weiten Winkel dann aus, als wären die ziemlich groß. Und genau auf der Mauer hier habe ich dann eben auch den Kevin fotografiert. Er hat sich da hingesetzt und ich habe dann quasi von hier aus zwischen diesen beiden Bäumen hindurch das Foto gemacht. Finde ich ganz toll mit diesen mediterranen Mauern. So sowieso diese Stufen bei Weinbergen teilweise sieht man, finde ich, viel zu selten. Dass das halt noch so richtig schön alt aussieht. Hier so eine Mauer, da oben so eine Mauer. Mir gefällt das richtig gut. Das ist auch für Fotos ganz, ganz, ganz toll. Also hier kann man sehen, Kevin war quasi genau hier auf der Mauer gesessen. Und viel größer war es eigentlich gar nicht. Das wirkt halt dann durch das Weitwinkelobjektiv so extrem. Wenn ich mich hier hinsetze und dann so das Foto mache, das wirkt dann halt ganz anders, als es in Wirklichkeit aussieht. Aber es sind halt tolle Fotos geworden. Ganz toller Spot hier. Der gefällt mir wirklich, wirklich sehr gut. Ja, wow. Wären wir hier gestern mal hochgegangen. Das ist ja richtig geil. Ich bin jetzt quasi so ein Stück oberhalb von dem Weinberg, von dem Weg. Und das Ding hier, das ist im Sommer bestimmt mega geil. Ich will mich da jetzt nicht draufsetzen, weil es ein bisschen feucht ist hier. Aber was man hier dann für eine Aussicht hat, das ist richtig krass. Das gefällt mir richtig gut. Das ist auch ein schöner Fotospot. Also hier oben sieht es wirklich auch mit dem kleinen Waldstück, durch das wir jetzt durchgekommen sind. Das sieht wirklich richtig toll aus. Sehr, sehr, sehr geil. Und schaut mal hier, was auch immer das ist, ein Rehkopf oder ein Hirschkopf, ich glaube ein Rehkopf, keine Ahnung, auf jeden Fall ein Schädel. Sehr faszinierend. Und hier oben ist so eine Holzschnitzerei, die ist sehr cool. Allgemein gefällt mir es hier bei dieser Mauer auch wirklich sehr gut. Das ist alles so ein bisschen verwunschen. Wenn man jetzt in die Richtung da hinten guckt, sieht man so, ja, geht es in so einen Weg hoch, der aber schon ziemlich verwuchert ist. Aber so dieser Bogeneingang, das hat schon noch echt was Märchenhaftes. Genauso wie dieses Lauch, was hier überall ist. Und ja, ganz toll. Ich laufe jetzt noch ein Stück weiter, weil hier gibt es noch wirklich tolle kleine Mäuerchen und sowas. Und da bin ich mal gespannt, was man noch so alles findet hier. Vielleicht gehe ich auch in diese Höhle mal rein, mal gucken. Also wie ihr seht, ich stehe hier unten. Hallo. Da oben ist halt dieser Pilz, dieser Aussichtspunkt. Hier ist diese Sonnenliege, die sehr cool ist und man kann hier wirklich schön weit ins Tal gucken. Und es ist ganz, ganz, ganz großartig mit dieser Seenlandschaft. Und auch hier links von mir, ich gehe mal wieder ein bisschen runter, dieses Holz, dieses Brennholz oder was weiß ich. Auch die Mauer hier, ich laufe jetzt mal ein Stück weiter. Hier dieser Weg, das war wahrscheinlich mal eine alte Treppe von einem alten Weinberg, von einem Weinberggebiet. Das ist auch richtig, richtig toll. Das sieht auch jetzt in dem Licht hier gerade so richtig schön aus. Richtig kontrastreich und doch irgendwie sehr malerisch. Auch hier, wenn man mal hier guckt, da muss ich parallel mal ein Foto machen. Ich hoffe, das klappt. Ist natürlich sehr dunkel jetzt hier. Guck mal, ob ich die Blende aufkriege so ad hoc. So, das ist natürlich ganz hohe Fotokunst. Oh ja, das ist toll. Das sieht echt toll aus hier. Schaut euch das mal an hier, den Baum. Grandios, oder? Genauso wie die Bäume hier mit dem ganzen Efeu dran und alles. Wahnsinn, auch hier vorne, wenn es hier geradeaus geht, in diese Allee rein. Also ich nenne es jetzt mal Allee. Diese verschwurbelten Wege. Mal gucken, ob man hier noch ein tolles Foto hinkriegt. Ich mache jetzt einfach mal Fotos. Weil löschen kann man sie danach immer noch. Vielleicht kriegt man hier noch was hin. Weitwinklig mit dem Felsen im Vordergrund, mit dem Stein hier im Vordergrund. Muss man dann alles zu Hause mal gucken, wie das dann geworden ist, wenn es fertig ist. Jetzt gehen wir mal wieder langsam durch diese Bäume hier zurück.
grandios. Grandios schön auch hier diese Art Lichtung. Ich gehe jetzt mal hier hoch noch. Hier sind auch wieder so schöne Verzwirbelungen im Baum. Richtig, richtig toll. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege. Aber da muss ich mit der Blende richtig aufgehen. Das schauen wir uns dann zu Hause an, wie es geworden ist. Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Oh, hier ein Motiv nach dem anderen. Ich werde gar nicht satt. Ganz, ganz, ganz toll hier oben. Also hier werde ich definitiv noch öfter hinkommen. Zu verschiedenen Tageszeiten und um verschiedene Lichtstimmungen einzufangen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt diesen Baum hier noch ein bisschen einfangen können, schön. Ganz toll, guckt euch das mal an. Großartig. Richtig, richtig schön hier oben. Also das war es alleine schon wert, heute nochmal hierher zu kommen. Oh, ich habe noch was entdeckt. Bis ich zu Hause bin nachher, ne? Mal gucken, in welche Richtung ich das fotografieren muss. Ich probiere es mal in die Richtung. Und zwar diesen Ast hier, recht bodennah, recht offenblendig. Toll, toll, toll. So, aber nichtsdestotrotz mache ich mich jetzt so langsam gemütlich mal wieder auf den Heimweg, denn ich will auch noch ein bisschen schneiden und Fotos sichten und bearbeiten. Mal gucken, ob ich hier noch das hier drauf kriege. Muss ich ein bisschen zurück. Und vielleicht hier jetzt wieder ein bisschen mit der Blende runtergehen. Ein bisschen mit der Blende zumachen. So, machen wir noch eins mit schärfer Einstellung auf da. Mal gucken, wie das zu Hause aussieht. So, also ganz, ganz, ganz großartig hier diese Lichtung. Ganz toll. Enorm viel Stimmung hier oben. Und jetzt wackeln wir mal hier wieder diese Treppe runter. High-Risk-Manöver, vor allem wenn man mit dem Schuh hängen bleibt. Oh, und ich kann mich immer noch nicht satt sehen. Hier diese ganzen Mauerstrukturen und alles. Das ist wirklich richtig, richtig schön. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Am Wanderweg. Am Wanderweg, besser gesagt, am Weinweg angekommen. Ist ja auch schon toll, also dieses Weitläufige und man hat wirklich so eine tolle Aussicht hier. Und mit einem speziellen Effekt möchte ich mich jetzt verabschieden. Das ist der Tiny Planet Effekt. Und damit laufen wir nämlich jetzt auf dem Planeten wieder irgendwo anders hin. Also macht's gut, bis bald, ciao, ciao. Stop recording.